Noch eine kleine Bitte, bevor wir formal beginnen, dass die ersten fünf Redner der ersten Slots sich gerne schon mal mit Headsets versorgen. Das spart uns nachher Zeit. Danke. Also alles vor der Kaffeepause. Danke.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Legal Tech Berlin 2017. Ich betone die Jahreszahl 2017, weil es die erste ihrer Art ist, aber garantiert nicht die letzte sein wird. Ich hoffe, dass Sie auch dafür sorgen werden, dass das nicht nur Nachhall findet, was wir heute miteinander teilen, sondern Fortsetzung. Weil auf eine Art sind wir ja gemeinsam heute dabei, ich will nicht sagen, die juristische Welt neu zu erfinden, das wäre falsch gesagt, aber sie in ein neues Zeitalter zu überführen. Wir knüpfen damit an die Energie der letzten zwei Tage an und ich habe nur ganz kurz mit den beiden Veranstaltern gesprochen. Dieser Hackathon der letzten zwei Tage muss unglaublich gewesen sein. Es gab Menschen aus 10 Nationen, die über 100 Lösungen, die ich glaube bisweilen sehr disruptiv sind, geschaffen haben, davon nachher mehr. Ich muss Ihnen nicht sagen, warum Sie hier sind. Dass es um Potenziale geht, die wir ausstreuen wollen, das wissen Sie selbst, sonst säßen Sie nicht hier. Aber was, glaube ich, auch wichtig ist, im Untertitel stand, die Chancen und die Risiken und die Nebenwirkungen dabei nicht zu verschweigen. Also wir wollen heute, ich will nicht sagen, Open Sprech machen. Wir wollen die Dinge auf den Tisch legen und es wird eine sehr interaktive Veranstaltung. Also wir beginnen zwar mit einer Menge, ich sage jetzt mal Top-Down-Impulse insofern, als wir hier einen halben Meter weiter höher stehen, in ihre Richtung zu schicken. Und wir haben auch keine Zeit für ernsthafte Nachfragen, geschweige denn Co-Referate danach. Das ist mein Zeitwächter. Der ist wahnsinnig ernst gemeint und ist die erste Drohung an alle Speaker. Sie haben ganz kurze Impulse. Wir wollen heute nicht den schleichenden Tod durch PowerPoint-Langeweile sterben, sondern das ist mein Zeitwächter. Es gibt Zeitfenster zwischen 10 und 20 Minuten, maximal mit Auf- und Abgang und minutenlangen Klatschen. Das ist sehr ernst gemeint. Ich fange irgendwann an, das 2 Minuten vor Schluss hochzuhalten und wenn Sie Ihre Zeit aufgegessen haben, fängt er an zu quietschen. Ja? Aber ab hier wird es freudvoll, das verspreche ich Ihnen. And I'm very happy we have 2 international guests here that are very much up front in this subject. Die werden Sie auch im Laufe des Tages erleben. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Andrea Thilo. Ich bin einem der beiden Veranstalter lange vertraut, deswegen hat er sich getraut, mir das zu übertragen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was sie tun im Kern. Das ist mein erstes Outing, es bleibt auch das letzte. Ich bin keine Juristin, aber ich habe es gerade geschafft, für meine eigene Website mein eigenes Impressum mit Open Source zu gestalten und ich war wahnsinnig stolz. Und ich glaube, da ist sozusagen die Minimalanknüpfung von der Zielgruppe der Leute, die ja auch im weitesten Sinne was mit Recht der Zukunft zu tun haben. So. An dieser Stelle so viel von mir, würde ich sagen. Ich möchte Ihnen jetzt die beiden Veranstalter in extenso vorstellen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben, wenn Sie sie nicht sowieso schon kennen. Das eine ist Florian Glatz, Blockchain-Lawyer. Er hat uns diesen Hackathon eingebrockt, der die letzten zwei Tage erfolgreich stattgefunden hat. Ich bin sehr froh, er hat kaum geschlafen, dass er heute überhaupt noch gerade hier steht. Er ist Rechtsanwalt und Softwareentwickler und ist als solcher beratend und unternehmerisch tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist eben Blockchain-Technologie. Er wird eine Menge darüber heute sagen. Er wird uns erstmal aber gleich nur begrüßen. Er hilft als Berater Banken, Versicherungen und vielen anderen Institutionen, diesen Sprung in die Zukunft mitzugestalten und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Das ist Florian Glatz. Glatz, herzlich willkommen. Und der zweite ist, ja. Und der zweite ist Stefan Breidenbach. Und ich glaube, es ist nicht gelogen. Ich kenne ihn fast so lange. Er hat vor 18 Jahren das Wort Legal Tech schon im Mund geführt und darüber nachgedacht. Da konnten viele das weder denken noch schreiben, noch hat es seinen Zug um die Welt angetreten. Er ist Hochschullehrer, er ist Mediator und Unternehmer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Better Place zum Beispiel kennt. Er war Co-Founder von Better Place und ist es immer noch. Er hat den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und internationales Wirtschaftsrecht an der Europa-Universität Viadrina inne und er ist außerdem Knowledge Tools International GmbH Vorsitzender, Vorstand, Körperschaft, alles in einem und von Blue Economy Solutions. So, einen ganz herzlichen Applaus jetzt für die Begrüßung von Stefan Breidenbach und ich wünsche Ihnen und mir selbst einen fantastischen Tag. Viel Spaß. Ja, das ist der erste Reinfall. Kann man mich so hören? Bin ich on? Jetzt? Gut. Danke. Einen wunderbaren guten Morgen. Im Namen von Florian und mir. Florian wird auch gleich etwas sagen. Wir freuen uns sehr, dass Sie zur Berlin Legal Tech
2017 gekommen sind. Wenn ich die Warteliste richtig verstehe, sitzen da 100 Leute drauf, die kein Ticket haben. Das tut uns sehr leid, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es so viele werden. Darf ich mal ganz kurz fragen, wo die Studierenden hier im Raum sitzen? Ich weiß, dass es zu früh ist eigentlich, aber okay. Wir haben nämlich insgesamt 35 Studierende hier und ich bitte um einen herzlichen Applaus für die Studierenden und die, die sie mitfinanzieren, weil sie sind günstig hier. Das ist auch deswegen besonders wichtig, weil wir wollen ja in die Zukunft gucken und wir wollen ja schauen, nicht im Kaffeesatz lesen, aber wir wollen schauen, was auf uns zukommt und was heute zu tun ist. Veranstaltet wird das nicht nur von uns beiden, sondern vom Legal Tech Center an der Europa-Universität Viadrina, was wir tatsächlich beide leiten, und von der Hacking Law Community, die Florian ins Leben gerufen hat und über die er gleich noch was sagen wird. Im Legal Tech Center machen wir eigentlich genau das, worüber wir hier sprechen. Wir erforschen, entwickeln, prototypen und vermitteln Lösungen für die Digitalisierung des Rechts, dafür, was die Digitalisierung oder digitale Tools oder digitale Methoden für Recht tun können. Getrieben sind wir eigentlich von dem Gedanken, dass das mehr Qualität ins Recht bringt und mehr Zugang zum Recht. Und wie wichtig das ist, können wir gerade in den USA sehen, wo vermutlich die Gerichte und die wirklich extrem sorgfältige Rechtegewährung wohl das letzte Bollwerk gegen den Wahnsinn sind. Insofern ist unser Thema umso wichtiger. Ja, vielleicht waren 2 Monate Vorbereitung zu kurz, aber wir haben uns gefreut, das Ereignis in 2 Monaten auf die Beine zu stellen, inklusive Weihnachtszeit. Sie sind hier, das ist die Hauptsache. Ich hoffe, Sie haben was von dem Tag. Viel Spaß und viel Interessantes, was Sie hören, erleben und besprechen werden. Vielen Dank. Ich bräuchte einen Klicker. Einen Klicker? Ja. Hat jemand einen Klicker? Hier ist er. So. Jo. Okay, auch von mir vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Es freut mich sehr, Sie alle hier begrüßen zu dürfen, zusammen mit Stefan. Ich will kurz einen Überblick geben, was wir eigentlich die letzten 2 Tage gemacht haben. Wie Sie wahrscheinlich alle gesehen haben, ist es eigentlich ein 3-tägiges Event, kein 1-tägiges. Und Mittwoch und Donnerstag haben wir über 100 Legal Hacker aus ganz Europa eingeladen, mit uns hier zusammen in Berlin Ideen zu entwickeln, Prototypen zu bauen und Wissen zu vermitteln darüber, wie die Digitalisierung denn das Recht in der Zukunft prägen könnte. Das Ganze haben wir Legal Tech Hackathon genannt, ist Teil der Berlin Legal Tech 2017. Hier sehen Sie unser schönes Logo, das wir dafür entworfen haben. Es ist eine indische Gottheit. Sie steht für Veränderung, Zerstörung, Innovation und all diese Dinge, die Legal Tech letztlich mit der Legal Profession tun werden. Hacking Law, eine Community, die versucht, den Zugang zum Recht zu vergrößern und zu skalieren. Und ich glaube, es braucht frische, junge, unverbrauchte Menschen, die letztlich mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, um diese Veränderungen wirklich voranzutreiben. Der Hackathon, ganz kurz in Zahlen, wir hatten über 100 Teilnehmer aus 10 verschiedenen Ländern. Wir hatten ja heute 200 Konferenzteilnehmer, more or less. Wir haben über 100 Leute auf der Warteliste. Wir haben ca. 30 Sponsoren gefunden, die gesagt haben, hey, das wollen wir unterstützen, das finden wir toll, sowas brauchen wir. Und wir hatten Dutzende freiwilliger Helfer, die das Ganze hier auf die Beine gestellt haben. Danke an die Helfer. Ja, Legal Engineering, eine neue Disziplin. Wie funktioniert Legal Engineering? Was braucht man dazu? Hier sehen Sie die Statistik der Teilnehmer unseres Hackathons, wie sie sich selbst identifiziert haben. 2/3 haben sich als Juristen selbst identifiziert, 1/3 als Entwickler, Softwareentwickler
und ein Drittel als Legal Engineers. Was sind Legal Engineers? Legal Engineers sind Juristen, die sich aus eigenem Antrieb, eigener Motivation reingefuchst haben darin, was die Juristen eigentlich am liebsten abgeben an die ITler. Ja, also sind Leute, die kombinieren juristisches Wissen und IT-Wissen in einer Person. Und davon haben wir es geschafft, circa ein Drittel des ganzen Hackathons zu befüllen. Und es waren letztlich die Ideentreiber auf diesem Event. Was haben wir so gemacht diese zwei Tage? Im Grunde hatten wir drei große Stationen. Es begann mit dem Idea-Hacking. Da haben wir 100 Leute durch eine große Altbauwohnung in Charlottenburg geschickt, durch verschiedene Räume, Themenräume zu Blockchain, AI und Industrialisierung. Und dort kamen die in einem interaktiven Brainstorming-Format mit Tausenden von Ideen hervor, die dann diskutiert, geschärft, verteilt und so weiter wurden. In Workshops wurde essentielles Wissen vermittelt, insbesondere auch an Juristen, wie man denn mit digitalen Tools jetzt von einer Idee zu einem echten Prototypen kommen kann. Und beim Prototype-Hacking haben sich dann tatsächlich, wir sehen hier eine Gruppe, da sitzen Juristen, Legal Engineers und Entwickler an einem Tisch und haben Spaß. Ja? Und verstehen sich und finden eine gemeinsame Sprache. Ja? Und davon, wir hatten 12 Teams von diesem Ausmaß und die haben zwei Tage lang wirklich sich sehr, sehr gut amüsiert. So viel, ein kleiner Überblick, was wir die letzten zwei Tage gemacht haben. Und damit gebe ich zurück an Stefan mit dem ersten Talk. Vielen Dank. Ach, nicht ganz. Danke, Florian. Danke. Florian, eine winzige, kurze, ernst gemeinte Frage von mir hinten dran. Glaubst du wirklich, dass der Beruf des Anwalts oder der Anwältin noch freudvoller wird? Ja, nee, er wird kreativer. Ganz im Ernst. Ja, er wird kreativer. Ich glaube, Juristen sind eingeladen, einfach viel kreativer darüber nachzudenken, wie man eigentlich Rechtsdienstleistungen in Zukunft erbringen kann. Okay, dazu später mehr. Vielen Dank. Jetzt freue ich mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, Nicole Narewski. Sie ist in der Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins zuständig für verschiedene Dinge, unter anderem für Versicherungsrecht, für Medizinrecht, Zivilverfahrensrecht und für Mediation. Und es geht jetzt ganz spezifisch um die Sichtweise des DAV auf die Digitalisierung des Rechtsmarkts. Wird Sie nicht überraschen. Viel Vergnügen. Danke. So, hallo, guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Hacker, Techies, Startups und Digital Natives. Der Deutsche Anwaltverein hat vor 4 Jahren eine Zukunftsstudie herausgebracht. Wir wollten genauer wissen, wie der Rechtsdienstleistungsmarkt im Jahr 2030 aussieht. Anders als Sie, Herr Professor Breidenbach, hat damals bei uns von Legal Tech noch gar keiner gesprochen. Ich habe auch noch mal in die Studie geschaut. Kein Wort von Legal Tech für den Rechtsberatungsmarkt im Jahr 2030. Die Digitalisierung haben wir gleichwohl mit vorausgedacht. Und die Ergebnisse der Zukunftsstudie haben uns in unserer Annahme bestätigt, dass die technologischen Entwicklungen, die jetzt gerade im Gange sind und auch folgen werden, tiefgreifende Veränderungen für den Markt bedeuten werden. Anders als zum Beispiel der zunehmende Trend der Internationalisierung wird vom digitalen Wandel der gesamte Rechtsmarkt erfasst. Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gleichermaßen davon betroffen. Das Tätigkeitsbild, aber auch Organisationsstrukturen und Arbeitsprozesse sind und werden Gegenstand einer spürbaren Modernisierung sein. Der sichere Austausch von E-Mails, den uns jetzt das besondere elektronische Anwaltspostfach ermöglicht, mag ein Merkmal dieses Wandels sein, aber wir sind uns ganz klar darin, dass es nicht der Durchbruch ist. Ganz klar nicht. Die elektronische Post wird zum Standard, die digitalisierte Aktenbearbeitung und Archivierung ebenso. Doch dabei wird es nicht bleiben und das wissen wir und das wissen auch unsere Mitglieder. Die Rahmenbedingungen für anwaltliches Arbeiten, die werden sich verändern. Künstliche Intelligenz und Big Data, die fordern das traditionelle Wissensmonopol der Anwaltschaft heraus. Und die Legal Tech Produkte, die jetzt auf den Markt kommen, die fordern ganz klar althergebrachte Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen heraus, bedrohen sie gar, ganz klar. Doch wir sehen auch das Entstehen neuer Marktsegmente und Beratungsfelder.
Also, Legal Tech ist eine Herausforderung für die Anwaltschaft, aber auch ganz klar eine Chance. Und immer mehr Kolleginnen und Kollegen interessieren sich dafür, sind aktiv an der Entwicklung beteiligt oder partizipieren an ihr. Ein ganz wichtiger Aspekt noch. Auch Standardisierung ist anspruchsvoll. Und das klang jetzt hier schon raus bei Professor Breidenbach. Die Experten sagen alle, dass wir nicht nur vor einer technischen Revolution, sondern auch vor einer intellektuellen Revolution stehen. Was sagt der Deutsche Anwaltverein dazu? Wir brauchen weiterhin die Besten der besten Köpfe in der Anwaltschaft. Und dafür braucht es Juristenausbildung, die sich auf diese neuen Veränderungen einstellen und unternehmerisches Denken eben auch stärken. Der Deutsche Anwaltverein will diesen Wandel gerne mitbegleiten und möchte sich aktiv an der Diskussion um Legal Tech beteiligen. Nicht zuletzt deswegen sind wir seit Beginn dieses Jahres auch Mitglied bei der European Legal Tech Association ELTA. Für alle diejenigen, die begeistert sind von Legal Tech und diejenigen, die es noch werden wollen, die möchte ich jetzt ganz herzlich noch zum Deutschen Anwaltstag dieses Jahr in Essen einladen. Vom 24. bis 26. Mai findet der statt, rund um das Thema Innovationen und Legal Tech. Wir werden dort auch erstmals einen Legal Tech Startup Corner haben, auf dem sich die Startup-Szene treffen kann. Jetzt stehen wir aber erstmal vor einem anderen großartigen Legal Tech Event. Ich räume jetzt die Bühne. Ich bedanke mich bei Ihnen im Namen des Deutschen Anwaltvereins. Viel Spaß, einen schönen Tag heute. Vielen herzlichen Dank. Ich habe auch noch eine kurze Frage, Frau Narewski. Die Frage ist nicht vorgesprochen, aber es interessiert mich. Sie haben eben von der Veränderung der Ausbildung gesprochen, ja, die sich verändern muss. Auf welches Land oder welche Länder gucken Sie, wenn Sie sagen, da wollen wir hin, so wollen wir es mal? Gibt es schon, also gucken wir da nach Finnland, gucken wir da nach USA, wo die Ausbildung dem schon Rechnung trägt? Ja, ich glaube, ich bin jetzt kein Kenner des Ausbildungsmarktes in der Form, aber wenn wir auf Legal Tech gucken, schauen wir ganz, ganz oft in die USA, ganz klar. Ja. Okay, vielen Dank. Ich möchte das noch, weil Sie von intellektueller Revolution, weil Sie davon eben gesprochen haben, um einen Gedanken ergänzen. Ich hatte vor kurzem ein Panel mit einem der größten Computerhersteller der Welt und da war der CIO von Volkswagen, Martin Hofmann. Und er hielt eine Rede zur Zukunft, es ging um das Auto 2030 und er sagte, es wird 2030 möglich sein, Computer zu bauen und zu haben, wo das gesamte Weltwissen der Menschheit aller Zeiten in einen Computer passt. So im Sinne der Daten und der Datenmengen, die dann in Zukunft transferiert werden können. So, wir haben drei große Themenbereiche heute. Das wissen Sie auch alle auf Ihren Programmen. Industrialisierung, künstliche Intelligenz und Blockchain. Wir beginnen jetzt mit dem Thema Industrialisierung und ich freue mich jetzt an Stefan Breidenbach zurückgeben zu dürfen. Es geht jetzt ganz in der Tiefe um die Frage von Standardisierung und Industrialisierung von Rechtsdienstleistungen und eben auch die Frage neuer Geschäftsmodelle. Wie können die aussehen? Viel Spaß.